Der offizielle YouTube-Kanal des FC Hansa Rostock. Von Fans für Fans. Grüße an Pascha, Grüße an Alex Schwarz, unseren Trainer von Rot-Weiß Erfurt. Ich glaube, sagen zu dürfen, ohne etwas vorwegzunehmen, den beiden Trainern, dass wir eine bemerkenswerte, eine rasante, eine farbige Begegnung gesehen haben, die natürlich aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet wird. Und ich darf Herr Pascha bitten, zunächst einmal den ersten Aufschlag zu machen. Ich schlag mal auf. Guten Tag. Die erste Halbzeit, wenn ich ehrlich bin, ist das schwer für mich, sie zu analysieren. Deswegen versuche ich es mal so. Ich glaube, dass das Ergebnis zur Halbzeit in Ordnung geht. Nur aus unserer Sicht, wie wir dann das 1-1 natürlich vor der Pause kriegen, das ist natürlich aus unserer Sicht verdammt ärgerlich, weil wir waren natürlich, wie gesagt, mit dem 1-0 auf der Siegerstraße. Und wenn wir dann mit dem Halbzeitpfiff mit einem unnötigen Ballverlust dann noch einen Elfmeter produzieren und dann mit dem 1-1 in die Halbzeit gehen, das ist natürlich für uns brutal ärgerlich. In so einer Situation musst du einfach den Ball schlagen. Von daher glaube ich, dass das Ergebnis zur Halbzeit in Ordnung geht, weil wir hatten auch da noch die ein oder andere brenzliche Situation zu überstehen, wo Erfurt Gott sei Dank den Ball nicht ansaugen konnten im Strafraum, sodass sie dann hätten vielleicht besser abschließen können. Zweite Halbzeit habe ich Erfurt am Anfang ein bisschen aktiver gesehen. Da hatten wir so ein bisschen Probleme, waren so ein bisschen zerfahren. Dann aus meiner Sicht war die zweite Halbzeit so am Anfang ein wenig zerfahren. Mitte zweite Halbzeit haben wir es dann ein bisschen besser in den Griff gekriegt, aus unserer Sicht. Und was mich natürlich dann brutal ärgert, ist, dass wir zum Schluss da wirklich zwei Riesenchancen haben liegen gelassen. Und wenn man das so betrachtet, dann glaube ich, dass wir eher zwei Punkte liegen gelassen haben. Aber wie gesagt, aufgrund dieser 100%igen Torschancen, die wir da kurz vor Schluss nicht nutzen konnten. Und ja, so spielen wir hier halt 1-1 und dann ist das so. Danke. Ja, danke Herr Fascher. Alois Schwarz, Sie hatten diese Woche gesagt vor dem Spiel, wir dürfen nicht weniger laufen als in den Spielen zuvor. Und ich glaube, das hat die Mannschaft auch gut aufgenommen, gut angenommen, hat an die letzten Leistungen wohl angeknüpft. Ja, erstmal hallo zusammen. Ja, der Kollege Marc Fascher hat eigentlich richtig analysiert. Ich glaube, die erste Hälfte waren wir ein bisschen präsenter. Wir haben wiederum ein dummes Gegentor durch den Standard bekommen. Die Spieler haben sich beklagt, dass vorher ein Foulspiel vorausging. Deswegen gab es dann auch zwei gelbe Karten durch das Beklagen. Aber die Mannschaft hat wieder sich zurückgefightet, hatten auch Möglichkeiten, haben dann auch kurz vor der Pause zu einem psychologischen Zeitpunkt des 1-1 ganz gut gemacht. Sind dann rausgekommen, waren auch ein bisschen präsenter, aber so ab der 65. Herr Mohren aufgreifen, sind wir vielleicht ein bisschen müder geworden. Der Gegner hatte dann ein bisschen mehr vom Spiel. Wir hatten das Spielfeld relativ groß, dadurch hat der Gegner oft reinkontern können. Das haben wir nicht gut gemacht und hatten auch wirklich zweimal richtig Glück. Das muss man sagen, aber wir haben beide Bälle praktisch dem Gegner aufgelegt. Also wir haben den Gegner fast eingeladen, dass es letztendlich beim 1-1 blieb. War ein bisschen Glück von den letzten zwei Aktionen, aber ich denke nicht unverdient, wie die Mannschaft gearbeitet hat. Sie ist unheimlich viel gelaufen, sie hat Präsenz gezeigt und das ist wichtig, gerade im Kampf um den Klassenerhalt. Und wir haben jetzt das vierte Spiel in Folge, wo wir nicht verloren haben. Und da wollen wir am Samstag gegen Wien weitermachen. Dankeschön. Ja, eine Pause. Oder ja, haben Sie wechseln müssen. Ströli blieb drinnen, dem Vernehmen nach, unser Stadionsprecher uns sagte, über Lautsprecher mit einem steifen Nacken, hätte sich den geholt. Ja, Thomas Ströli war schon im Training, hat auch zwei Tage nicht trainiert gehabt, hat sich den Nacken verrenkt, hat dann aber auch sich spritzen lassen, das war eigentlich ganz okay und hat beim Kopfballduell wieder Probleme bekommen und dadurch musste man natürlich wechseln. Wie waren Sie mit Kopilas heute zufrieden, der zum ersten Mal da gespielt hat, wo wir ihn eigentlich gerne haben wollen? Ja, Marco hat für das erste Spiel seine Sache sehr, sehr gut gemacht. Er hat schon in zwei Spielen, wo er Kurzeinsätze hat, geholfen. Genauso auch heute, er war präsent in der Luft. Er hat versucht zu dirigieren und für das haben wir ihn geholt. Und deswegen sind wir mit seiner Leistung auch sehr zufrieden. Jo, dann Fragen von Ihnen. Herr Fascher, Lehmanns heute nicht dabei gewesen. Ein Grund mit dafür, dass es nicht zum Sieg gelangt hat, den Sie ja offensichtlich wollten heute, nach den beiden Niederlagen zuletzt, um vorne dabei zu bleiben.
Nein, würde ich nicht sagen, denn die beiden oder gerade der Junge, der speziell für ihn gespielt hat, der Ben Zielinski, hat seine Sache gut gemacht. Er musste nachher angeschlagen raus mit einer Fußprellung, aber bis dato hat er es ordentlich gemacht und ich glaube schon, dass er Ken Liemanns ganz gut ersetzen konnte. Also damit hat es nichts zu tun, dass wir hier heute kein Dreier eingefahren haben. Ein ehemaliger Spieler hat mich diese Woche angerufen von Rot-Weiß Erfurt und mir gesagt, die Mannschaft spielt nicht schlechter als im letzten Jahr. Sie muss nur mehr zusammenwachsen. Das ist das große Verdienst unseres Trainers Alois Schwarz. Er hat das geschafft in den letzten Wochen. Würden Sie auch sagen, dass es keine Truppe ist, die aus heurigen Hasen besteht? Nein, also ich habe logischerweise auch ein paar Spiele, gerade die letzten Spiele von Erfurt verfolgt und wie sie es da gemacht haben, das war aller Ehren wert. Nicht umsonst haben sie die Punkte eingefahren. Und klar, wir haben vor jedem Gegner Respekt, aber wir wussten letztendlich auch, dass uns hier ein schwerer Ritt erwartet. Denn Erfurt hat den Klassenkampf angenommen, weil sie standen ja lange Zeit unten im Keller. Ich glaube, durch das letzte Spiel sind sie das erste Mal über den Strich gelandet. Und da kann ich nur sagen, Chapeau, haben sie gut hinbekommen und scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Die beiden Langen sind sich heute gar nicht so richtig begegnet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also Kopilas und Smetana, die viele zusammen erwartet haben, haben kaum die Wege gekreuzt, oder? Umari war mir bei ihm, glaube ich. Ja. Okay, ja, weitere Fragen von Ihnen. Meine Damen und Herren, im Festzelt, hier sitzen etwa 35 Journalisten. Sie fragen mich immer, warum fragen die nicht, stellen die keine Fragen. Ich kann es Ihnen nicht beantworten. Sie würden sie gerne stellen, aber dürfen nicht hier sein. Dann beenden wir diese Pressekonferenz mit den Ergebnissen dieses Spieltages. Unterhaching hat gegen Chemnitz 4:3 gewonnen. Alemannia Aachen gegen den VfL Osnabrück 0:1 verloren. Babelsberg, Münster 1:0. Bielefeld, Burghausen 3:0. Dortmund, Stuttgart, VfB Stuttgart 0:2. Karlsruhe, Wiesbaden 4:0. Wiesbadener sind nächste Woche hier zu Gast. Offenbach gegen Heidenheim 0:1. Saarbrücken, Halle 5:0. Und die Stuttgarter Kickers gegen Darmstadt 1:1. Marc Fascher hat es gesagt, wir bleiben über dem Strich auf dem 16. Tabellenplatz. Unten staut sich es aber ein bisschen jetzt doch zusammen. Und Sie haben ja ein bisschen noch zum dritten Platz verloren. Aus 5 wurden 7 Punkte, aber die Saison ist ja noch lang und Sie spielen und helfen uns möglicherweise dann am nächsten Spieltag bei den Stuttgarter Kickers. So haben wir dann beide was davon, wenn Sie...